Herzlich willkommen zu Dragon Ball Xenoverse und mit dabei ist der Gameboss. Yo, was geht, Leute? Genau, wir hatten ein paar Schwierigkeiten, hier zusammen in den Channel zu kommen, müssen wir ganz ehrlich sagen. Oh ja. Ja. Irgendwie der Teamspeak stellt sich leiser und da muss man das erstmal checken, wie man hier zusammenfindet. Naja, ich drück mal auf bereit. Yo, ich join mit. Und dann schauen wir mal. Ich habe jetzt mal eine Parallelquest von mir ausgesucht. Und dann schauen wir einfach mal, dass wir mal zusammen zocken hier. Ja, Mann! Ich nehme natürlich meinen Kämpfer, ne? Ist ja, klar. Ist auch logisch. So, mal gucken, wir müssen jetzt zu zweit sein. Also eigentlich war die Lobby für drei Leute, den einen habe ich ja gerade rausgeschmissen. Der Arme, ey, der weint bestimmt. Oh Mann, keiner will mit mir spielen. Ist echt so, instant Freak auf YouTube suchen und disliken. So, besiege Vegeta als Wehraffe. Boah, den treten wir jetzt aber mal richtig deftig in den Arsch. Das würde ich aber auch sagen. Weißt du, wie man wirft? XA war das, glaube ich. In der Allerdings. Na, dann mal hin, ne? Oh, das macht jetzt richtig Bock, ey. Den treten wir jetzt sowas von in den Arsch. Ich habe gerade einen fiesen Lag gehabt. Ja, ich auch. Oh, da ist Vegeta. Ich habe ihn gesehen. Ah, ich habe noch keine Energie. Okay, das erklärt einiges. Was? Wir greifen mich einfach hinten an. Pflanzenmänner fliegen hier noch rum. Ich greif den mal an, ne? Den Pflanzenmann übernehmen. Ja, ich verprüge hier ein bisschen Vegeta. Ich bin ja vom Level her ein bisschen höher, muss man ja dazu sagen. Ja, das stimmt allerdings. So, ich lade mal meine Energie auf. Und Vegeta haut mir jetzt voll eine rein. Es laggt ab und zu bei mir ein bisschen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Bei mir auch. Okay, gut. So, der Pflanzenmann Arsch getreten. Jetzt komme ich mal zu Vegeta. Ja, Vegeta sieht auch nicht mehr so gut aus. Aber Vegeta, Alter. Ja. Schlawiner. Der Problem ist, ganz ohne, ne? Wenn er gleich zum Affen wird, ne? Ich habe inzwischen auch herausgefunden, wie man Kapseln nimmt während des Kampfes. Du kannst ja deine Energie wieder auffüllen und sowas, ne? Ja, das weiß ich auch, ey. Deswegen habe ich auch einmal gefailed. Ah, ich habe das bei mir erst. Ich wusste, wie man die Kapseln nutzt. Ich habe das bei mir erst in Folge 10 oder so herausgefunden. So, Vegeta, komm her hier, du Sau. Alter, ja. Aber Vegeta wehrt sich schon richtig deftig. Ja, ich weiß auch gar nicht, ob der sich vielleicht auch. Ob der sich auch. vielleicht an die Gegnerlevel anpasst. So, lenkst du ihn mal gerade ein bisschen ab. Ich lade mal ein bisschen Energie, dann kriegt er mal ein Ultimate von mir. Oh, der Pflanzenmann ist ja hier auch noch. Aber ich denke, ich bin bereit für ein Ultimate. Ja, dann hau ihm mal ein Ultimate in sein Gesicht, ey. Oh. Oh shit, ich glaube, ich sterbe jetzt gleich. Ich lass mal ein bisschen auf. Nimm mal eine kurze Energiekapsel, sonst geh ich einfach das Maul. Ja, ich müsste auch mal, aua. Aber wie geht das gleich down? Komm, den kriegen wir jetzt. Energiekapsel, wie war denn das jetzt nochmal? Oh, bam! Oh, ich habe eine neue Fähigkeit bekommen. Ja, nice one. Wie war denn das jetzt nochmal mit der Energiekapsel? Was muss ich denn da drücken? Ich muss die Falltaste. Ah ja, hab ich schon. So. Rein damit. Hier, da habe ich noch so einen blöden Pflanzenmann. Jo, ich komm schon. Ja, zwei Schläge war der down. Okay, weiter Lappen. Geht's. Ich mach mal meinen Scouter an. Ich guck dich mal an gerade. Kampfkraft 441, okay. Wo ist denn das Tor? Hier hinten. Tor, da. Ah ja, gesehen. Oh, hier liegt noch was. Moment, das nehme ich noch gerade mit, wenn ich schon mal hier bin. Ich weiß nicht, wofür diese Materialobjekte da sind. Keine Ahnung. Bist du schon in der Ödnis? Nee. Nee, ich warte gerade auf dich. Noch vor dem Eingang warte ich auf dich. Achso, ich bin schon durch. Das ist ganz cool. Ich könnte jetzt auch alleine schon in der Ödnis aufräumen. Okay, was habe ich denn jetzt hier gerade für Lex? Ich weiß nicht. Pflanzenmänner und Nappa rennt hier, glaube ich, rum. Ja, Nappa... Und ein paar Pflanzenmänner. Ich fliege einfach mal ein bisschen rum, bis du kommst. Ja, ich bin schon da. Ich sehe dich noch nicht. Oh, ist mir auch egal. Dann hau ich jetzt einfach drauf. Ja, bei mir läuft hier Raditz, Pflanzenmann und gelber Dingsbumsturm. Ja, ja. Ich schlag gerade den schwarzen Pflanzenmann kaputt. Was? Wir sind auf zwei verschiedenen unterschiedlichen Dingern. So, der Pflanzenmann ist jetzt K.O. Bei dir auch? Nee, wir sind auf zwei unterschiedlichen Dingern. Wo bist du denn? Du bist in der Wüste? In der Ödnis, ja. Ich bin in so einem, ja nicht in der Ödnis, sondern auf so einer Wiese gewesen. Warte mal, ich komm zu dir. Gegen wen hast du da gekämpft?
Gegen Radels und Pflanzenmänner. Ah, ich kämpfe gerade gegen Nappa und Pflanzenmänner. Ja, das war die Kapsel Landeplatz. Warte mal, wo ist denn das hier? Da hinten ist die Ödnis. Da, ich bin genau falsch gewesen. Sehr schön, das geht also auch. Finde ich gut. Oh, warte, ich komme gleich. Ja, ein Pflanzenmann ist schon down. Scheiße, Fail. Sehr gut, sehr gut. Ich muss stehen bleiben dazu, glaube ich. Ich knall mir gerade mal eine Kraftkapsel rein. Da habe ich, glaube ich, ein bisschen mehr Power. Bist du jetzt auch bei uns? Jo. Ah ja, alles klar. Sehr schön. Boah, die haben aber... Die sind schon nicht ganz ohne hier, die Jungs. Jetzt kriegt er richtig von mir. Ultimate! Kenn ich ja nix, ne? Hab ich denn jetzt gerade hier? Vorsicht, Nappa ist hinter dir. Ich habe gerade nochmal Energie geholt. Ja! Hast du gesehen, was ich für einen coolen Move gemacht habe? Oh, er hat uns beide jetzt gerade gegeben. Das Problem ist, von der Zeit her wird das, glaube ich, ganz schön knapp, weil wir müssen ja noch Raditz besiegen, wie wir gerade gehört haben, weil du ja da drüben warst. Ja. Und dann müssen wir noch Vegeta als Wehraffen platt machen. Das stimmt allerdings nicht. Müssen wir dem mal richtig hart geben. Ich bemühe mich schon die ganze Zeit. Aua. Das wird auf jeden Fall, glaube ich, ein paar Erfahrungspunkte geben. Ja, besonders für mich, weil die Mission ist ein bisschen schwieriger, ne? Ja, du warst jetzt Level 9, ne? Also das 10. Ja, genau. Level ist hier, denke ich mal, gewiss. Aber komm, jetzt kriegen wir ihn, Ja, Mann! Woo! Noch eine Fähigkeit erhalten, geil. So, und jetzt müssen wir schnell auf deine Wiese, hast du gesagt, ne? Genau. Also durch das Tor hier wieder, nehme ich an, ne? Jo, und dann einmal auf die andere Seite. So, ich kann es nicht anvisieren, jetzt. Ab in die Berge. Okay, 8 Minuten 52, das wird ein bisschen knapp. Okay, da hinten, ich sehe es. Jo. Ist das das Richtige? Gibt ja nur noch das, oder? Ne, da gibt es zwei, glaube ich. Das ist genau das Falsche. Verdammt! Warte mal, da hinten, Kapsel-Landeplatz heißt es. Oh, jetzt weiß ich nicht wo. Komm mit, ich hab's gefunden. Ich sehe dich nicht. Ich könnte jetzt auch mal auf meinen Scouter schalten. Ach da, ich sehe es. Okay, alles klar. Bist du schon da? Nee. Ich bin direkt hinter dir. Ich habe gerade ein bisschen Probleme mit der Steuerung, weil ich ja Gamepad gewechselt bin. Ach ja, ja gut. Ich muss ein bisschen gewöhnen. 8 Minütchen haben wir noch. Ja, da kloppen wir jetzt in einer Minute weg. Da hinten ist er doch schon. Ich übernehme den blauen Pflanzenmann schnell. Okay, ich gebe Raditz. Okay. Fast ein Viertel habe ich schon. Denk an deine Energie, ne? Ja, das stimmt. Ich laufe was. Au, er hat mich gelähmt. Ich habe gleich den gelben Pflanzenmann kaputt und dann komme ich zu dir. Ja. Au, das ist ja mein Garlic-Strahl. Was? Nehmen wir auf, nicht zu nehmen. Uncool. Nein! Ah, jetzt hat er mich aber ganz schön genatzt. Ich nehme gerade nochmal eine Kapsel, glaube ich. Ich übernehme den kurz, warte mal. Gut, dann lade ich mir nochmal ein bisschen Energie. Dann kann ich ihm gleich nochmal ein Ultimate reindonnern. Oh, der ist fast down. Bist du mehr auf KI gegangen? Bitte? Bist du mehr auf KI gegangen bei deinen Fähigkeiten? Ich bin eher auf Angriff gegangen. Ich hab ihn... Weil du haust ganz schön rein mit den KI-Attacken rein. Oh oh. Nee, ganz Grundangriff. Okay, wir müssen wieder zurück durch das Tor. Jo. Und da müsste dann Vegeta als Wehraffe sein. Ab in die Berge. Felix ist halt einfach mal das Rumfliegen, ne, finde ich. Ja, finde ich auch, finde ich voll geil. Auch wenn er sich nochmal so im Kreis dreht, weißt du? Ja, das ist aber echt sau cool. Jetzt haben wir ein Problem. Obwohl, ich habe den in meiner Parallelquest recht gut besiegt. Okay. Warst du da auch schon? Den Werfen habe ich schon gekillt, ja. Okay, wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Ich auch nicht. Ah, jetzt, neuer Feind. Oh, shit. Kacke. Ja, man soll den da irgendwie am Schwanz packen und werfen, ne? Ja, das habe ich nicht gecheckt. Ich auch nicht. Also ich wusste nicht mehr, wie man wirft. Aber am besten ist eigentlich immer hinter ihn und dann gib ihm. Ah, er ist schon brechbar. War er zumindest kurz. Aber ich habe bei dem auch den Vorteil, ich kann ein bisschen weg. Meine Energie mal aufladen.
Und den dann Ultimate reinknallen. Eigentlich ist er auch relativ schwach. Ich möchte nicht wissen, wie die später werden. So, jetzt kriegt er direkt ein Ultimate von mir. Okay, die bringt gar nichts bei dem Typen. Ah, er ist brechbar. Komm. Bam! Da hast du! Werfel, Alter. Wir haben es voll geschafft. Der Arme. Affenjunge. Ist echt so, zu einfach zerstört. Oh, geil. Das geil, Alter, ich habe auch ein Level. You have let me down. So, mal kurz durchgucken hier. Ey, ist das cool. Will ich eigentlich ein Level hochkommen? Ich glaube nicht, nee. Ich bin Level aufgestiegen. Sehr schön. Und zwei neue Attacken habe ich. Hast du das gerade alles weggedrückt? Ich habe eigentlich auf das eine geklickt, auf die Bruchkanone. Geil, bei mir ging das einfach alles weg, so als wenn du das... Mein Multi-Beweis freigeschaltet. So, cool. Ja, das war dann, denke ich mal, schon die erste Folge hier, ne, mit deinem Parallel-Quest. Ich würde noch mal ganz kurz warten, also ich werde mal kurz mein Level noch mal hochscalen. Ich wollte nämlich wissen, ob du jetzt hier irgendwo neben mir stehst. Das wäre mal ganz interessant. Also ich bin wieder gespawnt, aber ich glaube, wir stehen nicht... Ist aber eigentlich schwachsinnig, dass man auch nicht zusammen rumlaufen kann, ne? Dass man immer auf verschiedenen Servern spawnt. So, jetzt steht hier ein ganzer Haufen Leute bei mir. Ich werde mal kurz in den Chat Hallo schreiben, ob das bei dir ankommt. Ne, ich bin, glaube ich, wieder auf meinem Server. Naja gut, dann würde ich sagen, war's das für diese Folge. Jo. Dann beim nächsten Mal. Genau, wenn es euch gefallen hat, ne, könnt ihr ein paar Daumen hochgeben und so weiter, dass wir ein bisschen Feedback bekommen. Genau, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Jo, haut rein. Ciao.